Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Grand Theft Auto 5. Wir sind in einer neuen Folge und ich will mich gleich zur nächsten Mission stürzen, denn ich denke mal, in der nächsten Mission wird es sehr spannend. Ich weiß schon, was passiert. Ihr werdet das noch erfahren, zumindest die Leute, die Grand Theft Auto noch nicht selbst gespielt haben. Ich bin auf dem Weg gleich zum Autohaus und boah, ich habe zu viel Cola getrunken. Ich weiß, sehr unprofessionell ins Mikro hier zu rübsen. Aber, boah, Gottes Willen. Oh, ich muss mich ja mit Energy und Cola hier immer mal ein bisschen wach halten, dass ich auch noch ein bisschen, ja, ich töte dich, dass ich ja meine Aufnahmen noch machen kann, denn ich bin manchmal ziemlich fertig, wenn ich hier so immer ein bisschen rumquatsche, rumdöse, dann muss ich auf Zack sein und deswegen der Energy. You don't like me because you think that I am an Arab. What? No, what are you talking about? Excuse me. That boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Huh? Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? Ja. Das Wackelmännchen fetzt auch hier vorne. Kann man das eigentlich umstoßen? Also zumindest, wenn man dagegen läuft. Ey, echt cool. Warte mal. Ich muss da mal gegenhüppen. Sorry, wenn ich jetzt wieder total abschweife, aber ich muss das mal testen hier. Ach nee, schade. Funktioniert nicht so, wie ich mir es dachte. Gut, wollen wir mal das Auto, das SUV, zurückholen. Ich glaube, den haben wir in Folge 1 gesehen, dieses gelbe Fahrzeug. Das soll ich jetzt zurückholen von dem Käufer. Und dann wollen wir gleich mal losschnicken und mal gucken, ob wir die Karre wieder in einem ordentlichen Zustand zurückbekommen. Njo. Na komm schon. Oh, la. Wir haben nichts gesehen. Also ihr habt nichts gesehen. Das ist professionelles Fahren. Das passiert halt nun mal, ne? Wenn man mit der Geschwindigkeit unterwegs ist und nicht drauf achtet und die permanent quatscht, also... Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure you will get this car. Telefonieren beim Autofahren? Nicht gesund, nicht gesund. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. You thief. Haha. Gut. Gehen wir mal in dieses Häuslein hinein. Hier kommen wir drüber. Einen Weg ins Haus. Ich muss den Gärtner ausschalten. Was hat denn der Gärtner damit zu tun? Der Gärtner ist zwar meistens der Mörder, aber dieses Mal läuft das Spielchen anders. Komm schon. Und jetzt. Bäm, Junge. So, das könnte natürlich auffallen, wenn man draußen den Gärtner hat, der mal Geräusche macht mit seinem Blasebalg da so wie, wie, wie. Und auf einmal ist Ruhe. Gut, schleichen wir uns mal ins Haus. Also hier müsste die Garage, glaube ich, sein, wo ich da gerade durchs Fenster geschaut habe. Mal gucken, ob wir da leise reinkommen. Ich schaue mich mal ein bisschen um, aber es ist ein schönes Häuschen. Kleiner Pool hier. Gut, wir müssen da in ein Fenster. Komm, da oben geht's rauf. Wir haben anscheinend mehrere Fahrzeuge, oder das ist... You have a massive gaper, bitch. You fucking homo, you're dead. Dad! He said I had a massive... Jimmy called me a bitch! Gut, langsam rein. Oh. Tried to knife attack me? No one creeps on the J-Dog, my niggas. Ich mach das mal in die Ego-Perspektive. Was zockt er denn da? Alter! Auf jeden Fall zockt der Xbox. Okay. Wir schleichen uns weiter durch die Bude.
sind ein paar Bilder. I think he has a medical problem. Like more medical problems than the ones he's already been diagnosed with. Okay. Mental ones. Hier eine durchgedrehte Familie. Penises are not meant to be that small. Schleiche mich weiter durchs Haus. Und thank you, coach. Gut, die raffen's nicht. You're a real pro, Mrs. DeSanta, a real pro. Alter, was geht denn da ab? Now just loosen up those hips. Okay, like this? Yeah. Das scheint der Trainer zu sein. So, hier ist die Karre. Die müssen wir uns holen. Und rein da. Schön leise. Machen wir das Tor auf. Und auf geht's. Langsam. Darf nicht auffallen, dass wir die Karre geklaut haben. Und weg. Schnell weg hier. Oh, sieht aber gar nicht mal so scheiße aus, das Ding. Ich ruf mal durch. Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. Yeah, if you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Okay. Bringen wir die Karre mal weg hier. Und... That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. Don't look around. You just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. Guy was behind on his... What, you need some motivation? Drive! Guy was behind on his fucking note. Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a... Take me where you were going. You're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dog, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just... Why the fuck Oops. Did you do that? It's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yateri... Die Polizei wird alarmiert. Ah. Gut. Probier es nochmal. Ich habe einen Typen über den Haufen gefahren. Och, Kacke. Ich bin gegen die Wand gefahren. Na gut, probieren wir es nochmal. Ich versuche mich jetzt auch mal ein bisschen zu beeilen. Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. Yeah, if you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Boah, Alter. Jetzt verbock ich's total. That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. Jawohl, jetzt wissen wir es langsam. Erst mal schön alles über den Haufen gefahren. So. Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't... My finger's on the trigger, dipshit. Don't worry. Me and Mr. Yaterian, we'll work this out. That the place? Yeah, this the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck. Gut. Dann fahren wir mal volle Granate in die Bude rein, so wie das haben will. Und auf geht's! Shitty situations, dog! Franklin! What the fuck are you doing? Mr. Simeon, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker!
Jetzt geht's erstmal ordentlich auf die Fresse, Junge, du dämlicher Autodieb. Hast meinem Sohn die Karre wegnehmen lassen, um dein Scheißgeld hier zusammenzukriegen. Alter. You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth 5 grand a month to you? You fucking racist. I'll tell you something. This thing's gonna need some serious bodywork before it's worth 5 grand a month. He agreed to financing. I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Don't make me have to come back here. So kann man es natürlich machen. Gut, jetzt sind wir wieder in der Rolle von Michael und natürlich, oh, trotz Kontrollpunkt auf Silber geschafft. Auch nicht schlecht. Ach komm, wenn wir schon mal hier die Karre auseinandergenommen haben, dann können wir uns hier auch gleich ein neues Auto nehmen. Fahren gleich nochmal beim Waffenladen vorbei, damit wir auch mal Michael ein bisschen ausrüsten können. Falls doch mal irgendwo Turbulenzen kommen sollten, dass ich dann doch ein bisschen vorbereitet bin. Und was ist denn hier vorne wieder los, ey? Hier ist ja ein Chaos. Alter, die Fette. Was? Wenn wir die Ärger haben. Gut. Hallo. Na klar. So, was sagt denn hier mein Geldstand? Amanda schreibt wieder. Oh, hier habe ich nicht so viel Geld. Ach, guck, jetzt haben wir schon die nächste Waffe wieder freigeschalten. Eine Billigknarre. Okay, sowas brauchen wir nicht. Ich denke mal, ja, wir sollten mit der Kashi eigentlich zufrieden sein, oder? Machen wir mal voll das Ding. Größtes Magazin, Griff, Taktischtaschenlampe, Zielfernrohr. Und damit reicht es nicht für den Schalldämpfer, aber das soll jetzt erstmal egal sein. Hauptsache, wir haben eine Wumme. Habt ihr Sky? Achso, ich kriege natürlich aus der Freundschaftsliste immer unten Anfragen. Aber das ist immer noch besser als riesengroße Symbole obendrauf, die uns dann irgendwann das Leben schwer machen. Fahren wir mal nach Michael nach Hause. Dann können wir vielleicht sogar... Mal gucken, was hier noch so abgeht. Haben wir jetzt überhaupt die Einkaufsläden? Nee, noch nicht. Die kommen erst später. Aber wir können mal eine kleine Runde Tennis machen. Denn mit Michael haben wir natürlich jetzt diesen Tennisbereich freigeschaltet. Da gehe ich mal kurz hin. Oder wir können auch golfen. Das ist natürlich immer ganz geil. Ich düse mal zum Tennis hin und da werde ich mal meinen Skill unter Beweis stellen, dass ich auch ein bisschen Tennis spielen kann. Wie gesagt, im Multiplayer haben wir, glaube ich, schon mal Golf gespielt. Hatte ich mit dem Tulpe gemacht. Und Tennis hatten wir, glaube ich, auch mal gemacht, glaube ich. Alter, habt ihr die Karre gesehen? Es gibt ja auch bestimmte Orte. Moment, ich kann ja mal gucken. Da gibt es natürlich die teuersten Fahrzeuge, die man so bekommen kann. Die könnt ihr denn bei... Ich lasse das jetzt mal außen vor. Wir gucken mal nach richtig schön teuren Fahrzeugen. Die könnt ihr nämlich verscherbeln und könnt euch somit immer so einen kleinen Vorteil verschaffen. Ich muss bloß mal die richtige Straße kurz finden. Die wäre allerdings... Moment. Wenn ich zum Michaelhof fahre, die Straße runter... Genau. Hier in dieser Straße, glaube ich... Ja, ich glaube, hier war's. Da fahre ich mal kurz hin. Dann zeige ich euch mal, wie ihr zum Anfang... Ihr habt jetzt gesehen, dass ich einen Haufen Geld verloren habe. Wie man zum Beispiel aus manchen Fahrzeugen dann doch was Gutes rausholen kann. Das ist ja zum Beispiel... ihr sagt euch, ey, ich will hier im Online-Shop nicht die teuren Karren holen. Huch, der Alte schreibt wieder. Und dann könnt ihr euch natürlich die teuersten Dinger besorgen. Habt natürlich gleich einen kleinen Vorsprung. Normalerweise steht hier ein recht teures Fahrzeug. Dann machen wir es mal ganz einfach. Wir drehen mal eine kleine Runde um den Block. Dann dürfte das Fahrzeug natürlich auch irgendwann da sein. Hier parken schon... Hier sind natürlich die Nobelkarossen immer. Guck mal. Da drüben stehen schon ein paar schöne Dinger. Aber wir wollen einen anderen. Ich suche einen bestimmten. Warte mal, gucken, ob wir den jetzt hier rankriegen. Das wäre nämlich ganz... Da, guck mal. Da.
Was für ein schönes Auto. Das war zwar nicht der, den ich gesucht habe, aber es ist auch ein schönes Auto. Weil normalerweise stehen hier auch andere Fahrzeuge rum. Ich drehe mal noch eine kleine Runde. Mir war so, als wenn ich mal den Adder da vorne gehabt habe. Also das teuerste Fahrzeug im Spiel. Der war nämlich ab und zu auch mal da. Alter! Eine vollgepimpte Hipsterkarre. Also hier stehen echt immer die teuersten Fahrzeuge rum. Wenn man manchmal richtig Glück hat, dann sieht man da doch schon einige Dinge, die man brauchen kann. Ich drehe mal noch eine kleine Runde vorne lang. Kleinen Moment. Drehen wir nochmal eine kleine Runde. Bei mir war echt so, als wenn der Adam da vorne stand. Es steht immer die Karre da. Das ist von kein Hipster-Update. Aber von da ist der Smart natürlich. Aber ich hatte hier doch mal den Adder vorne gehabt. Ich drehe mal noch eine kleine Runde. Vielleicht haben wir ja Glück. Und der Adder ist da. Ich fahre mal ein Stück weiter hier. Weil ihr wisst ja, der Adder kostet, glaube ich, 1 Million. Und wenn man es gut trifft, dann hat man ihn doch hier vorne. Und das ist natürlich ein sehr geiles Fahrzeug. Der müsste auch online manchmal hier stehen. Ne, hier steht immer nur die Hipster-Karre da. Mein Akku ist fast leer. Nein! Aber der reicht noch. Der reicht noch für eine Runde. Ich weiß, das könnte jetzt ein bisschen langweilig werden, wenn ich hier... Alter, was hier für Maschinen stehen. Also hier könnt ihr euch gut umgucken, wenn ihr wirklich teure Fahrzeuge haben wollt. Dass ihr die nicht unbedingt kaufen müsst oder so. Aber ich habe heute kein Glück. Nee. Leider nicht. Huch, Entschuldigung. Aber hier stehen immer total aufgetunte Karren. Das ist auch ganz geil. Weil ich fahre mal ganz kurz. Ich guck mal, ob ich den wirklich verkaufen kann. Oder war das nur im Online-Modus? Ich bin ein bisschen verwirrt heute. Na, Mann. Gucken wir mal. Also kann man nämlich immer ab und zu mal ein kleines bisschen Geld verdienen. So mache ich es online zumindest. Da hole ich mir mal irgendwelche Karren und die verkaufe ich dann. Und suche mir natürlich immer die teuersten Dinge aus. So. Ach komm, die paar Millimeter und ich krach doch noch dagegen. So. Ja, wir wissen es. Hier könnt ihr natürlich eure Karren tunen, lackieren und alles drum und dran. Für die Leute, die es noch nicht kennen, sage ich immer. Nee, kann ich bloß reparieren. Dafür reicht unser Geld leider nicht. Schade. Aber ihr könnt euch zum Beispiel online die Karren verkaufen. Da kriegt ihr immer schon ein paar tausend Dollar zusammen. Was manchmal echt hilfreich sein kann. So, liebe Zuschauer, ich mache hier trotzdem mal ein kleines Folgenpäuschen. In der nächsten Folge geht es natürlich in der Story von Michael ein bisschen weiter. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn es euch gefallen hat, natürlich ein Däumchen hochgeben. Denn jedes Däumchen ist für mich ein kleiner Beweis, dass meine Videos doch so ein bisschen was taugen. Und dass ich auch weitermachen kann. Weil wenn ich sehe, oh, das gefällt den Leuten nicht, dann ist die Motivation nicht allzu hoch. So, liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.